Hallo und herzlich willkommen, liebe Medfreunde, zu unserem Ansatz nach einem Rezept von 1580. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr kontrolliert. Es gibt noch eine kleine Reaktion am Gärspund. Und was ich heute alles machen werde, das sehen wir gleich nach dem Intro. Ja, hallo liebe Medfreunde und herzlich willkommen zurück zu unserem Ansatz nach dem Rezept von 1580. Ich habe jetzt einige Wochen hier nicht mehr kontrolliert. Es gab immer noch eine kleine Reaktion am Gärspund. Deswegen hatte ich gedacht, es pressiert noch nicht so. Jetzt senkt sich hier aber langsam sogar die Hefe ab. Man sieht, man erkennt zwar immer noch eine Reaktion am Gärspund, aber das ist nur mehr minimal. Alle paar Minuten mal eine Blase und ich vermute mal, dass wir es hier wieder mit einem vollkommen trockenen Ansatz zu tun haben. Da wird wohl überhaupt nicht ein Quäntchen Zucker mehr drin sein. Ich werde heute auch direkt loslegen. Ich entnehme zuerst jetzt eine Probe. Werde den Geschmack wieder kontrollieren und den Restzuckergehalt. Dann erfolgt nochmal eine Alkoholmessung mit dem Vinometer. In den Kommentaren gab es jetzt auch mal wieder Kritik daran, dass ich das Vinometer hier angeblich ständig benutzen würde. Ja, das ist ja nur so eine ungefähre Richtlinie, die ich persönlich überprüfen möchte. Also mein Vinometer, dem kann ich eigentlich so ziemlich vertrauen. Das zeigt mir relativ realistische Werte an, vor allen Dingen, wenn der Zucker in meinem Ansatz vollkommen verschwunden ist. Es soll uns allen ja nur als ungefähre Richtlinie gelten. Ich nutze bei meinen anderen Ansätzen, bei denen ich jetzt keine Videos erstelle, das Vinometer nur noch ganz selten, da ich, wie gesagt, meistens aus Erfahrungswerten heraus schon weiß, welcher Alkoholwert mich da erwartet. Meistens haben wir es ja nach der ersten Nachsüße so mit 10-11% zu tun. Nach der zweiten Nachsüße können schon 13-14% erreicht sein. Und im Endeffekt bei dieser gärstarken Hefe landen wir dann bei ungefähr 14-15%. Das ist immer das Gleiche. Und was soll sich da groß verändern? Ich meine, man schmeckt ja auch den Alkoholgehalt heraus. Hat sich viel Alkohol gebildet, dann schmeckt man das auch sehr wohl heraus. Und von daher stimmen die Messungen, die ich hier mit meinem Vinometer vornehme, mit den geschmeckten Alkoholgehalt weitestgehend immer überein. Ich habe ja auch schon oft genug vorher eine Schätzung abgegeben und diese Schätzung wurde dann auch meistens von dem Vinometer erreicht. So, genug mit diesem Thema. Ich werde jetzt eine Probe nehmen. Dazu benutze ich wieder diesen Probezylinder hier. Eine hervorragende Gewürznote kommt mir hier direkt schon wieder entgegen. So, das reicht auch schon dicke. So, ich ahne jetzt schon, was mich erwartet. Und zwar wird hier wahrscheinlich nicht ein Grämmchen an Zucker mehr insgesamt drin sein. Und wie ihr seht, es hat sich schon
halbwegs geklärt. Das heißt, ich muss jetzt relativ zügig hier nachsüßen, damit die Gärung nicht zum Erliegen kommt. Vom Alkoholwert schätze ich, weiß ich nicht, 12-13% Skol. Ja, riechen tut's wie ein junger Met, ein junger Metansatz. Nicht unangenehm, sehr angenehm sogar. Eine schöne, leichte Honignote. Die Kräuter rieche ich jetzt hier gar nicht heraus. Zum Wohl. Oh, ich bin jetzt einigermaßen überrascht. Ich schmecke tatsächlich noch eine Restsüße. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir ja mit 2 Kilogramm Honig nachgesüßt. Und ich hatte gedacht, der wäre jetzt völlig vergoren, weil es auch hier eine ständige und kontinuierliche Reaktion am Gärspund gab. Die Kräuternote ist nur sehr dezent und unterstreicht meiner Meinung nach den Met- und Honiggeschmack hier sehr gut. Also auf keinen Fall ist diese Note jetzt hier aufdringlich oder so intensiv wie beispielsweise bei dem Wikingerblut 2021. Ja, schmeckt sehr lecker. Wie gesagt, eine im Gaumen eine interessante Gewürznote zusätzlich, aber nur sehr leicht. Ich glaube, dass das hier ein sehr leckeres Weinchen, ein sehr leckerer Met wird. Ja, dann schauen wir mal. Vom Alkoholgehalt würde ich sagen, bemerkt man ihn deutlich. Also das werden auf jeden Fall 12-13% sein. Lassen wir uns überraschen. Jetzt mal eine. Ich werde jetzt die Alkoholmessung vornehmen. Ich lasse jetzt hier wieder so 3 bis 4 Tröpfchen durchtropfen. So, und jetzt bin ich gespannt, ob meine Schätzung hier der Realität entspricht. Dann schauen wir mal. Ja, liebe Metfreunde, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen und ich habe mal wieder ins Schwarze getippt. Wir haben hier tatsächlich einen Alkoholwert von 13% erreicht bei einer ganz leichten Restsüße. Wenn mich nicht alles täuscht, schmeckt man hier die Muskatnuss heraus. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich diese Kräuternote sehr angenehm. Unterstreicht den herrlichen Honiggeschmack. Und ich überlege jetzt gerade, wie wir hier weiter vorgehen. Denn mit einer Restsüße habe ich hier jetzt natürlich nicht gerechnet. Ursprünglich war mein Plan, hier nachzusüßen heute mit 1,5 Kilo von unserem schönen Waldkastanienhonig. Die Süße hier entspricht selbstverständlich noch nicht meinem Geschmack. Das heißt, auch bei Lagerung würde der Wein mir hier jetzt zu trocken.
Und von daher auch nach dem Fakt, dass wir jetzt hier schon 13% erreicht haben, was mir eigentlich auch schon fast vollkommen ausreicht, werde ich heute trotzdem nachsüßen. Und zwar statt mit 1,5 Kilo nur mit 1 Kilo von dem Kastanienwaldhonig. Und dann wollen wir mal schauen. Ich vermute mal, die Gärung wird ja hier wahrscheinlich noch weiterlaufen. Ja, wir verdünnen das ja jetzt natürlich wieder etwas, wenn ich den Honig hier hinzugebe. Aber ich denke mal, dieses eine Prozent, das ist auch wieder schnell erreicht, dass da verloren geht. Vielleicht 1, vielleicht 2%. Dann werde ich das beim nächsten Mal nochmals überprüfen müssen. Hinzu kommt, dass natürlich hier in dem Ansatz auch noch viel zu wenig Inhalt ist in dem Gärballon. Ich hätte den gerne voll bis oben hin. Also da fehlen ja bestimmt mit Sicherheit noch 4 Liter, würde ich schätzen. Ja, 5 nicht mehr, aber so, ja, so um die 4 Liter fehlen hier mit Sicherheit noch. Und ich werde jetzt 1 Kilogramm von dem Honig lösen und das Ganze mit ausreichend Wasser leicht erhitzen und hier zu unserem Ansatz geben. Und dann schauen wir mal weiter. So, hier steht schon der schöne Honig parat. Es sind noch 8,5 Kilo in dem Eimer. Er ist auch immer noch flüssig. Und ich werde jetzt 1 Kilogramm abwiegen und das Ganze in einen kleinen Topf geben. So, ich habe jetzt hier nur einen kleinen Topf parat gestellt, denn schließlich muss ich hier bloß 1 Kilo lösen. Ich habe jetzt auch etwas mehr Wasser in den Topf gegeben, da ich ja gerne noch den Gärballon komplett befüllen möchte. Das wird uns heute nicht gelingen, aber schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. So. Und ich wiege jetzt hier 1 Kilo von dem schönen Waldkastanienhonig ab. Und dann sehen wir uns wieder. So, der Honig ist eingerührt. Schön bei niedriger Temperatur. Ich mache den Ofen jetzt hier auch aus. Und jetzt kann direkt die Nachsüße erfolgen. So, ich hoffe, es gelingt mir jetzt hier einigermaßen sauber, das Ganze einzufüllen. Ich schätze das Ganze mal jetzt auf etwas über 1 Liter, was ich jetzt hier noch hineingegeben habe. Reaktion ist verhalten. So etwas ist immer ein gutes Zeichen. Dann ist das CO2 hier einwandfrei abgeführt worden. Ich habe jetzt noch einmal den Topf ausgespült, die Honigreste da noch rausgeholt. So, und im Prinzip war's das. So, liebe Metfreunde, damit hätten wir quasi die Tätigkeiten für heute abgeschlossen. Ich bringe noch den Gärschwund hier an. So, man kann das Ganze auch noch einmal schütteln. Oh.
So, ich habe jetzt den Ansatz auch noch mal geschüttelt. Das hat auch die Hefen noch mal nach oben gebracht. Und jetzt schauen wir mal. Noch nicht mal beim Schütteln gab es jetzt eine so große Reaktion. Das hielt sich auch in Grenzen noch. Und die Gärung wird jetzt hier wahrscheinlich noch weiterlaufen. Das hoffe ich zumindest. Wir hatten ja heute 13% Alkohol erreicht. Ich habe jetzt ungefähr 1 Liter wieder hinzugegeben. Und ich glaube schon, dass dieses 1 bis 1,5%, wo wir das jetzt hier verloren gegangen ist, schnell wieder zurückgewinnen. Und vermute ganz stark, dass wir in der nächsten Folge die Restsüße hier einstellen können. Denn dann werden langsam Alkoholwerte erreicht, die die Toleranzgrenze der Hefe tangieren. Wie ihr seht, ich habe ja gerade gesagt, es war ungefähr schätzungsweise 1 Liter, was ich jetzt hier hineingegeben habe. Und der Gärballon ist noch immer nicht noch annähernd komplett befüllt. Was sehr schade ist, ich hätte ihn gerne noch voll gekriegt. Hier oben schätzungsweise sind wir dann langsam bei der 19-20 Liter Marke. Und bis jetzt, schätze ich mal, haben wir hier höchstens 17 Liter. Abwarten, wie sich das Ganze jetzt hier verhält. Bei der Nachsüße gebe ich ja auch noch etwas Flüssigkeit und Honig hier wieder hinein. Und dann schauen wir mal, wie viel Liter wir hier im Endeffekt dann erreichen können. Ich schätze also, dass diese ganze Reihe hier auf 5 Folgen hinausläuft. Im nächsten Teil wird vermutlich die Restsüße eingestellt und im übernächsten Teil werden wir das Ganze dann filtern und verkosten. Wie sieht es denn bei euch aus? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch ein Met Anno 1580 angesetzt habt, ob euer Met schon fertig ist oder ob er auch noch gärt. Das würde mich mal interessieren. Wenn euch die Folge hier heute wieder gefallen hat, denkt dran, gebt einen Daumen nach oben und schaut mal in die Videobeschreibung, wie ihr mich bzw. den Kanal hier unterstützen könnt. Ich wünsche euch erstmal bis zum nächsten Mal wieder alles Gute, viel Spaß mit euren eigenen Ansätzen und bis zum nächsten Mal.